Matthias Oszczolek geht fremd. Natürlich rein sportlich. Denn der FCA-Profi hat schon als kleiner Junge davon geträumt, einmal eine Skisprungschanze hinunterzufahren. In Oberstdorf trifft er auf den nordischen Kombinierer Johannes Ritzek. Er zeigt dem Fußballer die Schanze und erklärt, worauf es in der Flugphase ankommt. Oben angelangt traut sich Oszczolek sogar auf den Absprungbalken. Ja, ich habe die Springer schon als kleiner Junge immer im Fernsehen bewundert, weil es ist ja schon keine normale Sportart, die jeder ausüben kann, sondern man muss sich das ja über Jahre aneignen. Und als kleiner Junge habe ich Fußball gespielt, aber auch immer davon geschwärmt, Skispringer zu werden. Und ja, ich finde es halt atemberaubend, dass man dann 6 Sekunden in der Luft ist und 120, 130 Meter weit springen kann. Oszczoleks Traum vom Skispringer. Gar nicht mal so weit hergeholt. Statur und Einstellung würden passen. Ritzek ist mit seinem Lehrling zufrieden. Sein Eindruck? Ja, ich bin sehr mutig. Auf jeden Fall gleich mit hoch und gleich auf den Balken gesetzt, weil es doch, ja, für einen, der das jetzt nicht mit der Materie so drin ist, da ist es dann schon eine, ja, große Chance und auch einfach ein imposanter Ausblick. Aber ja, hat sich da gleich drauf getraut und richtig heimisch gefühlt nach ein paar Minuten und ja, war richtig schön. So schön es dort oben aber auch ist, mit Skispringen allein ist es in der nordischen Kombination nicht getan. Ebenso wichtig das Langlaufen. Oszczoleks erste Gehversuche auf fremdem Terrain wirken etwas unbeholfen, doch der Fußballprofi lernt schnell. Das findet auch sein Mentor. Ich bin eigentlich richtig beeindruckt, also für das, dass er noch nie langlaufen war, geschweige denn auf so Rollski stand, hat es gleich richtig gut gemacht. Nach ein paar Eingeschritten gleich geskatet und richtig forsch an die Sache ran. Also ja, man merkt einfach, er ist Sportler. Oszczolek scheint seine neue Sportart gefunden zu haben. Das Training macht ihm sogar so viel Spaß, dass er gar nicht mehr aufhören will. Da kommt die Länderspielpause in der Bundesliga ganz gelegen. Ich habe gesagt, jetzt haben wir 2 Wochen Zeit. Die erste Woche könnte ich schon mal was Neues ausprobieren und hier an meiner Technik weiter dran arbeiten. Und ja, wenn der Trainer da zustimmt, dann würde ich auch hier bleiben. Und wer weiß, vielleicht wagt Oszczolek in seiner zweiten Karriere wirklich noch den Sprung von einer Großschanze. Zuzutrauen wäre es ihm.